Ich grüße euch von das Antitoast und willkommen zurück zu Geschichten aus dem Nebel. Der Podcast kommt sehr gut bei euch an, was mich sehr, sehr freut. Ich möchte gar nicht lang um den heißen Brei reden. Der Podcast wird nur noch auf Spotify veröffentlicht. Allerdings wird die neueste Folge immer erst auf YouTube und YouTube Music erscheinen. Also viel Spaß beim Hören, egal ob auf YouTube oder Spotify. Und jetzt viel Spaß mit Geschichten aus dem Nebel. Die mysteriöse Gestalt steht auf, schlägt das Buch zu, legt es zurück. Sie schenkt dir einen kurzen Blick, während sie das nächste Buch aus dem Regal zieht. Du fragst dich, diese ganzen Bücher, will er mir die etwa alle vorlesen? Die mysteriöse Gestalt blickt auf das Buch, geht schweigend zurück zu seinem Sessel und setzt sich hin. Der Sessel knirscht beim Hereinsetzen. Ja, sehr alt. Die mysteriöse Gestalt wischt etwas Staub vom Buch und du erkennst, dass dieses Buch im Gegensatz zu dem anderen Buch in einer anderen Farbe schimmert. Das erste Buch hatte einen etwas rötlichen Schimmer. Dieses hier ist bläulich. Du blickst die Gestalt an. Die Farben der Bücher, haben sie etwas zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher, ob die Farben der Bücher den Inhalt widerspiegeln. Oder ob mein Vorgänger das eingerichtet hat, um sie besser unterscheiden zu können. Aber es hilft mir auf jeden Fall, die Bücher voneinander zu unterscheiden. So kann ich sie schneller heraussuchen und, ja, wenn ich was Bestimmtes suche, schneller finden. Und dieses Buch hier ist ganz besonders. Dieses Buch trägt den Titel Die Abrechnung. Und wir starten mit den Notizen meines Vorgängers. Also mach es dir gemütlich, denn wir blicken nun in viele, viele Geschichten, die er erlebt hat und versucht hat, niederzuschreiben. Mehrere Überlebende fielen dem Wahnsinn anheim, als sie der Prüfung entkamen. In ihnen stecken Erinnerungen an vorherige Inkarnationen, sodass ein Überlebender begann, seinen Kopf gegen eine Wand zu schlagen. Denn er war überzeugt, einen Albtraum zu erleben, dem er eigentlich gerade erst entkommen war. Die anderen Überlebenden ertränkten ihn im Matsch, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ich habe den Eindruck, dass Überlebende wie Fackeln sind, die mit jeder Prüfung immer schwächer leuchten. Manche haben irgendwann gar keine Gefühle mehr und sind verdammt in der Leere zu verbleiben. Manche drehen auch durch und müssen durch andere zum Schweigen gebracht werden. Im Archiv spürte ich eine unheimliche und unsichtbare Gegenwart, während ich über den Antitus nachdachte. Ich konnte den schwerfälligen Atem von Killern hören, die vor meinem Gefängnis standen. Ich blickte hinaus in den dunklen, wabernden Nebel und sah nichts. Entweder ist der Antitus sich meiner Gegenwart bewusst und macht sich bereit, Killer zu schicken, die meinen Plänen ein Ende bereiten, oder die Erinnerungen von Überlebenden verbinden sich irgendwie mit meinen persönlichen Erinnerungen. Und diese Geräusche sind nur eine Nebenwirkung der Überanspruchung des Aures. Letzten Endes ist es egal. Wenn ich den Antitus vernichten könnte, würde ich das auch tun, selbst dann, wenn es meinen eigenen Tod bedeutet. Mein Leben ist nur ein kleiner Preis für die Rettung der Welten, die durch ihn zerstört würden. Vermischte Erlebnisse von brutalen Killern und merkwürdigen Ritualen, von gottlosen Schlägertypen aus Welten, die zu finster sind, als dass man sich damit befassen sollte. Ich riss mich geradewegs aus einer Erinnerung, die mich in eine Höhle voller Leichen mit einem Gestank zerrte, der so widerwärtig war, dass ich stundenlang würgen musste. Ich habe noch immer diesen schrecklichen Geschmack im Mund und zucke beim Gedanken an diesen Gestank zusammen. Dieser schreckliche Gestank von verwesenden Menschen. Welche widerliche Menschenkreatur dieses faulende Loch geschaffen hat, bleibt mir ein Rätsel. Die Notizen zu machen kostet mich unglaubliche mentale Anstrengung. Erinnerungen von Überlebenden haben schon den ganzen Tag all meine Sinne überflutet und ich versuche mich auf zu Hause zu konzentrieren und mich zu sammeln. Das Auris habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt und doch wurde ich immer wieder mal willkürlich
in diese Leben hineingezogen und wieder aus ihnen herausgerissen, diese Aufzeichnungen. Ich denke, dass dieses Archiv mir helfen wird, mich an mich selbst zu erinnern. Sollte dieses Auris mich in den Abgrund stoßen? Du blickst die Gestalt an. Und diese Prüfungen, machen sie einen wirklich wahnsinnig? So wahnsinnig, dass sich Überlebende gegenseitig, na du weißt schon, umbringen? Ja, du kannst froh sein, dass ich dich gefunden habe. Diese Prüfungen zermürben einen. Sie haben nur einen Zweck, den Entitus zu ernähren, dich zu foltern und zu brechen, bis du am Ende bist, bis du nicht mehr kannst. Aber hier bist du sicher vor den Prüfungen. Lausche meinen Geschichten. Machen wir weiter. Im Kern einer jeden bedenkenden Person steckt Neugier, das Bedürfnis nach Wissen über nicht kartierte und unbekannte Territorien. Doch was in diesen leeren Bereichen des Abgrunds des Kosmos entdeckt wird, sind Dinge, die sich der Vorstellungskraft entziehen. Dinge, die besser unbeobachtet bleiben, denn sie unterminieren unsere geistige Gesundheit. Es ist besser, sich der Ignoranz zu ergeben, als sich der Wahrheit über unsere Unwichtigkeit im großen Plan des Universums zu stellen. Im Vergleich zur Weiten der Unendlichkeit sind wir allenfalls Mikroben, die in einer endlosen und gleichgültigen kosmischen Suppe schwimmen. Zwar sage ich Suppe, aber der Entitus ist vermutlich eher ein Blutpudding. Whisky bis tief in die Nacht. Ein seltsamer Nachgeschmack, der Geschmack einer Welt, die den besten Whisky herstellt. Whisky, Träume gehören zu den besten Träumen überhaupt. Träume von zu Hause, mit Freunden und Familie, verlorene Zeiten genießen. Als ich wieder zu Sinnen kam, bemerkte ich, dass ich mein Gefängnispalast auf den Kopf gestellt hatte. An nichts davon konnte ich mich erinnern, alles nur verschwommene Trunkenheit. So viele Gemälde und Statuen, die ich nach Erinnerung aus anderen Welten erschaffen hatte, zerschlagen. Ich verliere so langsam den Bezug zur Realität. Und vielleicht ist das auch gut so. Ein Tag geht in den nächsten über und ich bin einem Sturm aus Whisky, Schreien und endlosen Strömen zerstörter Erinnerungen verloren. Von meinem Fenster aus kann ich etwas sehen, das sich beim Bewegen unheimlich leuchtet. Durch den schwarzen Nebel leuchtet es dort, winkt mir zu und doch kann ich nicht gehen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur durch das Auris Dinge zu mir bringen. Was ist das für ein Licht? Ist es ein Lebewesen, das vom Entitus geschickt wurde? Ist es ein Überlebender? Vielleicht ist es auch eine im Stich gelassene Seele von zu Hause, die genau wie ich nach dem Rückweg sucht. Ein unnatürlicher Wind heult und ich starre das wandernde, hypnotische Licht an. Ein abscheuliches, beobachtendes Auge, das versucht mich zu erreichen, mir etwas zu sagen, etwas mit seiner seltsamen, rhythmischen Bewegung zu vermitteln. Kürzlich habe ich mich gefragt, ob die Überlebenden die überwältigende Wichtigkeit ihrer Gedanken und Gefühle begreifen und ob der Entitus sie nutzt, um die Prüfung zu verfeinern. Gedanken und Gefühle, die mir kurze Einblicke gewähren, wie es ist, in einer Parallelwelt als eine andere Person gelebt zu haben, das hilft mir dabei, die Zeit herumzubringen. Ich betrachte und beobachte die Reiche des Entitus mit Augen, die Zwietracht, Chaos, Angst und Schrecken sehen. Und doch muss ich einräumen, dass ich von Erscheinungen beeinflusst werde und dass es vielleicht eine weitere Wahrheit hinter dem Schleier gibt. Und es kommt mir zwecklos, wenn nicht sogar absurd vor, in Worte zu fassen, was ich sehe. Zu Hause hatte kaum jemand Verständnis für das Auris. Und um fair zu sein, es hat auch kaum eine Chance gehabt, dem Rat seine Vorzüge zu erklären. Hätte sie sich die Zeit genommen zu verstehen, dass ich trotz fehlender und überprüfbarer Erklärungen für die Funktionsweise des Auris Theorien hatte und die plausibelste davon war, dass das Auris auf Basis der Trinität, der Dreifaltigkeit der Schöpfung funktioniert. Das ist ein Konzept, das von unseren Ahnen lange beachtet wurde.
bis es im Laufe der Zeitalter vergessen wurde. Aber das Konzept ist nicht kompliziert, es ist keine Hexerei, es ist kein Geheimnis. Es legt ganz einfach nahe, dass man zwei Dinge benötigt, um ein drittes zu erschaffen. Ein Vater und eine Mutter erschaffen ein Kind. Eine Idee und Leidenschaft erzeugen etwas Neues. Etwas Reales, etwas, das von Dauer und bedeutungsvoll ist. Ein Gedanke und ein Gefühl, darin liegt die beste Theorie. Über das Auris. Damit wird erklärt, wie man mit Aurispartikeln etwas erschaffen kann. Das Scheitern anderer Pioniere damals zu Hause liegt darin begründet, dass sie dachten, Gedanken alleine würden reichen. Dabei ist das in Wirklichkeit nur die halbe Gleichung. Die andere Hälfte sind die Emotionen. Denn Gefühle und Leidenschaft sind es, die das Feuer der Schöpfung schüren, das Auris verstärkt, verwirklicht und schmiedet etwas Neues, indem es die Gussform der Gedanken und das Feuer der Leidenschaft nutzt. Oder ich bin schon zu lange hier und versuche mich an Theorien festzuklammern, um die Zeit zu vertreiben. Es hätte schlimmer kommen können. Ich hätte in eine Dimension verbannt werden können, in denen der Aurisnebel keine Erinnerung von zahllosen Opfern enthält, Erinnerungen, die mich mit Münz- und Geistersammlungen unterhalten und beschäftigt halten. Und die Musik, so viele Lieder und Songs, die Variationen aus den Parallelwelten, sie helfen, die Zeit herumzubekommen. Auf eine verschobene Art gebe ich damit wohl zu, dass ich froh bin, wenn der Entitus sich vom Omniversum nimmt, was er will und wann er es will. Durch einen Spalt habe ich, so glaube ich, zumindest eine weitere Erinnerung davon aufgelesen, wie Vigo die Realität innerhalb des Entitus verwirklicht. Und zwar mit etwas, das dem Auris sehr ähnelt. Wie er dazu kam, die Machenschaften des Nebels zu verstehen, ist rätselhaft und inspirierend zugleich. Es lässt mich vermuten, dass dieser Ort vielleicht die Verbindung zu unseren unendlichen Ichs im ganzen Omniversum erweitert. King hat seine eigene Art, Dinge zu erledigen, die recht amüsant ist. Eine meiner Lieblingserinnerungen, die ich gerne von Zeit zu Zeit abrufe, wenn ich eine Aufmunterung brauche, ist Erinnerung 2332. Benzinmann King schnappt sich diesen Mann, der ein paar Ratenzahlungen eines Darlehens ausgelassen hat. Er zieht ihn an den Haaren und wirft ihn in eine Gasse. Er schnappt sich einen metallenen Benzinkanister und übergießt den Mistkerl mit dem Inhalt und zündet ein Streichholz an. Er blickt durch die flackernde Flamme, während der Mann voller Schrecken schreit. Er beobachtet, wie der Mann um sein Leben bettelt. Dann schnipst er das Streichholz nach vorne. Dem Mann fallen fast die Augen aus dem Kopf, als die Flamme seine Brust trifft und zischend zu Boden fällt. King sagt ihm, dass er seine nächste Rate bezahlen soll, sonst würde er nächsten Monat echtes Benzin nehmen. Brillant. Max hat einen ziemlich starken Arm. Ein Farmer kam einmal aus seiner Scheune und mit einem gut gezielten Schlag, mit einem Spaten, wurde sein Kopf von seinen Schultern getrennt. Zwei Fontänen heißen Blutes sprangen wie Geysire aus seinem Körper. Er sah zu, wie der kopflose Mann umherpolterte und in einer wachsenden Pfütze aus dampfendem Blut zusammenbrach. Ich muss zugeben, dass ich diese Erinnerung mehr als einmal betrachtet habe. Sie ist einer meiner Favoriten. Ich finde Max auf eine verstörende Weise amüsant und die Illusion des Todes faszinierend, zumindest aus der Ferne. Du blickst die mysteriöse Gestalt an. Dir schießen viele Fragen durch den Kopf, doch du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Dein Vorgänger, ist der wahnsinnig geworden? Wo ist er jetzt? Was ist mit ihm passiert? Ich weiß es nicht. Es scheint, er ist dem Wahnsinn Stück für Stück anheimgefallen. Wer weiß schon, wie lange er wirklich hier war, wie lange er schon im Entitus verweilt. Aber wie du siehst, hat er sein Domizil zurückgelassen. Seine Bücher, seine Notizen, Erinnerungen, die er erlebt hat, alles ist hier, in dieser Bibliothek. Sogar das Auris ist hier und ich kann es verwenden. Ich weiß nicht genau, was passiert ist und was noch passieren wird, denn seine Geschichte schreibt sich immer weiter.
Und ich weiß nicht, wo sie aufhören wird und wie sie enden wird, das weiß ich auch nicht. Aber eins ist sicher, diese Bibliothek kann uns helfen, den Entitus zu verstehen und im besten Falle sogar zu vernichten. Die Prüfungen zu beenden. Nach Hause. Einfach wieder nach Hause zu gehen. Und das ist mein Ziel.